wird mal wieder Zeit für einen Bahnfahrtest der PhD Diet Way in der Sorte Dark Choc Mocha im Testvideo. Viel Spaß! Ja, seid herzlich willkommen zu diesem neuen Video aus einem Zug. Es geht gerade bei regnerischem Wetter gegen Dortmund an einem Sonntag. Und da habe ich gerade spontan Bock, mal diesen Riegel hier zu testen, den ich wohlgemerkt geplant mitgenommen habe. Denn ich habe irgendwie eine Sympathie für Bahnvideos. Der PhD Diet Way Bar in der Sorte Dark Choc Mocha. Habe ich von der werten Anne bekommen. Danke dafür. Ich freue mich sehr drüber, weil es tatsächlich auch eine Sorte ist, die ich nicht kenne. Und wie ihr wisst, stehe ich auf Sachen, die, ich sag mal, neu sind. Ich habe tatsächlich schon mal ein PhD probiert. Ich bin mir nicht sicher, ob es der Diet Way war. Es war auf jeden Fall auch eine andere Geschmacksrichtung. Da war das eher so babyblau. Da gab es mir irgendwie ein Angebot von wegen Mindesthaltbarkeitsdatum Ware bei Body & Fit und habe ich dann so ein Zwölferpaket bestellt. Ich weiß nicht, ob es ein Testvideo dazu gab. Müsstet ihr mal reinschauen, wenn ihr sehen wollt. Ansonsten schauen wir uns jetzt hier eben die Sorte Dark Choc Mocha an. Ein High-Protein-Bar, Low-Impact-Carbs, added with L-Carnitin. Für die Fettverbrennung ist aber Blödsinn, braucht man eigentlich nicht. Ist aber halt gutes Marketing. 197 Kalorien, 20 Gramm Protein, 0,9 Gramm Zucker. Warum das Ganze Diet ist, weiß ich nicht, denn das ist kein Diätprodukt. Der hat sicherlich auch seine über 300 Kalorien pro 100 Gramm oder an die 300. Ist also kein Diätprodukt. Vielleicht ein bisschen weniger als manch andere Proteinriegel, aber er ist ja auch nicht vollgestopft mit Schokolade außen. Daher kommt das, ne? Wenn man wenig reinpackt, hat man auch wenig. PhD, warum die sich jetzt irgendwie hier einen Doktortitel geben oder sowas, sei jetzt mal dahingestellt. PhD ist die englische Bezeichnung für einen Doktortitel. Wie war das? Philosophical Doktorate, irgendwie sowas. Wie auch immer. Ist jedenfalls Doktor, also sprich wissenschaftliche Doktor, medizinische Produkte oder was. Ein bisschen Marketing-Blödsinn. So, was haben wir hier draufstehen? Delicious High Protein Bar Containing Mocha Flavor Center, also ein Center mit Mocha-Geschmack und Dark Chocolate und Caramel Crispies. Sehr schön. Wrap it in a Dark Chocolate Coating with L-Carnitin and Sweeteners. 65 Gramm sind drin aus den UKs und die Nährwerte sehen wir hier. 300 Kalorien pro 100 Gramm. 8 Gramm Fett, also ein bisschen weniger als viele andere Riegel. Protein 31 Gramm. Ist jetzt okay, ist, ne, ist nicht viel, aber auch nicht wenig. Und Kohlenhydrate haben wir quasi nur die Polyole drin, also kein Zucker. Sprich, wirklich nichts sonderlich Kalorienarmes im Vergleich zu anderen Riegeln. Die Zutaten, sehr umfangreich, möchte ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, das ist mir hier zu lang, da müsst ihr einfach mal ein bisschen Pause machen, wenn ihr sie euch genauer anschauen wollt. Wichtig ist aber die Proteinquelle, die schauen wir uns an. Da haben wir, hier muss ich mal kurz gucken, Milchprotein als erstes, dann haben wir dieses dunkle Schokolade-Coating, Karamell haben wir drin, Feuchtigkeitsmittel. Ich sehe kein Kollagenhydrolysat oder ähnliches, das ist schon mal ganz geil. Xanthan, Emulsifier, Protein, Crispies, ja gut, so ein bisschen Hydrogen, Kollagen, aber eben hauptsächlich haben wir Milchprotein. Das andere dürfte deutlich weniger sein, weil man sieht halt, 14% haben wir dann dieses Coating, dann kommt diese ganze Feuchtigkeitsmittel und so weiter und so weiter. Irgendwann kommt dann Kollagenhydrolysat, dürfte also nicht so viel drin sein, ist also soweit schon mal ganz nice. Aber wenn bei 31 Gramm Protein pro 100 Gramm auch noch ein hoher Anteil Kollagenhydrolysat wäre, dann wäre es natürlich nicht so cool. Er kostet, keine Ahnung, möge es einer von euch in einen Kommentar schreiben, ich weiß es nicht. Ich muss es mal kurz auspacken, bin sofort wieder da. So sieht er aus, der Diet Way Bar. Man sieht also außen wirklich nur so ein Schoko-Coating, keine spektakulären Sachen. Es sieht so aus, als ob oben wirklich, genau oben ist ein anderes Coating, sieht ein bisschen dunkel aus, unten ist ein bisschen heller. Sieht man hier so, ich beiß jetzt einfach mal rein. Oh ja, oh, der ist lecker. Feste vom Biss, außen wirklich ein schönes Schoko-Coating, gute Kakao-Geschmack. Im Inneren hat man auch tatsächlich so eine Art Mokka-Note mit diesen Crispies da drin. Oh ja, schmeckt mir wirklich gut. Hat so ein bisschen was von so einem Riesen, nicht ganz, aber so diese Außen, die Schokolade ist echt gut intensiv und dann halt innen drin. Das hat auch gut Biss.
Deswegen erinnert mich das so ein bisschen daran. Wie gesagt, die Kaffeenote ist jetzt nicht, wer weiß, wie intensiv, wie so ein Pocket Coffee oder so, aber doch eine gute Kaffeenote. Die Crispies geben ein bisschen Crunch und von daher kann ich eigentlich sagen, dass es wirklich ein leckerer Riegel ist. Nicht jetzt die Traumwerte im Sinne des Proteins, 31 Gramm ist so gerade an der Grenze, aber eben auch kein Proteinriegel, der so oft irgendwie, es gibt auch Proteinriegel, die wirklich eher so auf Genuss gehen, die dann so, ich meine, man muss halt immer entscheiden, was man will. Es gibt welche, die gehen dann auf über 400 Kalorien, dafür schmecken die natürlich auch leider geil. Und wenn es jetzt Leute unter euch gibt oder allgemein, die eher so ein bisschen weniger Kalorien haben möchten und eher so den Eiweiß, dann holen sie sich natürlich das, wobei sie sich dann am besten natürlich einfach Magerquark holen. Proteinriegel bleiben meiner Meinung nach eine Süßigkeit, das ist gut so, man kann sie sich holen, man kann sie sich snacken, wenn man als Sportler ein bisschen Protein extra drin hat, kann es auch nicht schaden, aber es ist halt einfach fast alles ein Schokoriegel irgendwo. Der Peach D Diet Waver Dark Choc Mocha, lecker, gibt von mir eine Empfehlung, gar nicht mal so schlecht. Danke fürs Einschalten. Auf jeden Fall auch an dieser Stelle. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wenn ihr so Produkte von der Marke kennt. Wie findet ihr die? Welche kann man sonst probieren? Vergesst den Daumen nach oben nicht und das Abo, falls ihr es noch nicht da gelassen habt. Und habt einen schönen Tag. Ciao.